Hallo, bevor du das Video startest, abonniere bitte meinen Kanal. Es war einmal im magischen Königreich Arendelle, als Königin Elsa und ihre Schwester Anna beschlossen, ein winterliches Abenteuer zu erleben. Die Sonne schien hell, doch die Luft war frisch und voller Aufregung. Lass uns den gefrorenen Wald erkunden, schlug Anna vor, ihre Augen funkelten vor Freude. Elsa lächelte und nickte, während sie mit ihren Kräften einen schimmernden Eisweg erschuf. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg, lachten und spielten im Schnee. Als sie den Wald betraten, entdeckten sie eine versteckte Lichtung, gefüllt mit funkelnden Eiszapfen und glitzernden Schneeflocken. Plötzlich hörten sie ein leises Hilferuf. Neugierig folgten sie dem Geräusch und fanden einen kleinen Schneemann namens Olaf, der in einem Schneehaufen feststeckte. Hilfe! Ich kann nicht rauskommen, rief Olaf und winkte mit seinem kleinen Ärmchen. Mit einer Handbewegung erschuf Elsa einen sanften Wind, der Olaf aus dem Schnee hob. Danke, Elsa! Du bist die Beste! Rief er, seine Augen weit aufgerissen vor Dankbarkeit. Nachdem sie sich abenteuerlustig fühlten, beschlossen die drei, den größten Schneemann aller Zeiten zu bauen. Gemeinsam rollten sie große Schneebälle und dekorierten ihn mit Zweigen und Knöpfen. Olaf strahlte vor Stolz, als sie ihn Frosty nannten. Als die Sonne unterging und den Himmel in Rosa und Lila malte, erkannte Elsa, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Was für ein wunderbarer Tag, sagte Anna und umarmte ihre Schwester und Olaf fest. Mit Herzen voller Freude und Lachen kehrten sie nach Arendelle zurück und versprachen, noch viele verschneite Abenteuer zusammen zu erleben.